was one thing, only one thing. I would say just protesting for peace, I guess, and justice for society and people living in society, as well as the environment. Also corruption. Corruption is something I'd go and demonstrate for would be journalistic freedom, freedom of the press, because I think for democracy to work, you need a free press. Der Klimaschutz, ja. Das denke ich ist heute das Allerwichtigste, das Dringendste. By tomorrow. I guess it's a joke would protest against having exams, because I mean, but I feel like if that were probably, say it's more feasible now, at the very moment, I would lobby against any form of discrimination whatsoever. One thing that I would definitely protest for is the human rights, and specifically when it comes to LGBTQ plus community in Lebanon. What I would protest for, knowing it would happen tomorrow, would be for less Western intervention in African and underdeveloped countries. Bildung. Auf jeden Fall. In Ägypten ist das ein sehr, sehr großes Problem. Die Analphabetenrate ist ja schrecklich. Demokratie. Ich würde für Klimagerechtigkeit kämpfen. Boah, wäre das toll. Ein Tag, eine Demonstration und alles wird anders. Ja. Auch in der Gesellschaft gibt es Kipppunkte. Bestimmte Punkte, an die wir kommen, wo es einfach so nicht mehr weitergehen kann. Es gibt einen langen Zeitraum, wo wir uns ausruhen können, wo wir die Probleme weglächeln, ignorieren können, wenn wir privilegiert genug sind. Und irgendwann mal kommen wir an einen Punkt, wo das nicht mehr möglich ist. Wir sind an diesem Punkt. Wir sind an diesem Punkt angelangt mit Rassismus, mit Sexismus, mit Gewalt an Frauen, mit der Klimakrise, aber auch mit einer Art von Turbokapitalismus, der so nicht weitergehen kann. Und deswegen gab es für uns keine Wahl. Wir mussten auf die Straße gehen. I think protests have changed for the good, for the better, because of the rise of social media. It's much more easy to gain support from all over the world in such with just a single tweet, and I think that's a good step. Also ich glaube, dass die Protestbewegungen sich gar nicht so unterscheiden. Wir waren auch viel auf der Straße. Wir haben viel mehr Wasserwerfer und alles abbekommen. Ich finde auch, dass die Themen sich gar nicht so unterscheiden, denn wir kämpfen immer noch gegen den Paragraph 218 zum Beispiel. Ja, also da haben sich viele Dinge eigentlich gar nicht getan. Und früher wie heute geht man auf die Straße. In Poland, more recently, the government actually banned abortion. And a lot of people came in together, both older generations and younger, to support women. And say that actually it should be the woman's choice whether she has an abortion or not. And for me, this was something that was amazing because you could see all kinds of different age groups. In Lebanon, back in 2019 and even 2020, we like the younger generation protested against the government and the corruption, especially that currently we are living an economic crisis. So a group of people did a yoga protest where they closed the street, and people started practicing yoga to show the politicians that we are a peaceful generation. I believe violence is a justified way of protest, because people only listen when there is chaos. For example, it's only when George Floyd was killed that the whole Black Lives Matter movement got a lot of attention. Hoy en día, las protestas se han trasladado al área virtual. En Perú se protesta mucho con memes, con memes, ¿no? Con humor, ¿no? Humor y política. Entonces, claro, lo que a nosotros nos está pasando es muy triste, muy decepcionante, muy frustrante, pero con muchas amigas también. De hecho, siempre como que nos pasamos compartiendo son los memes, ¿no? Que son el humor, la ironía, pero con un contenido político. كار سياسي ما متاسفانه با همه موفقیتی که داشتیم یه مقداری تبلیغ خشونت می‌کردیم و به عنوان نمونه ما سفارت ایران را در اتریش اشغال کردیم و تا
دو روزم من در تمام عمرم زندان نبودم، دو روزم مجبور بودم در اتریش در زندان باشم، ولی خوشبختانه دادگاه اتریش ما رو تبرئه کردن.